Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über den DJI Mavic Air. Ja, heute bin ich zum ersten Mal draußen und wir machen einen Flugzeittest. Es ist schon alles vorbereitet. Der Akku ist ein bisschen vorgewärmt, aber es ist sehr kalt. Draußen nicht windig zum Glück, aber kalt. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich nicht die maximale Flugzeit erreichen. Aber lassen wir nicht lange rumreden, sondern direkt ausprobieren und bringen den Copter in die Luft. Ich starte die Aufnahme und starte die Motoren und dann können wir abheben. So, wir sind jetzt bei insgesamt 5 Minuten und 30 Sekunden, um genau zu sein. Wir haben noch 11 Minuten und 50 Sekunden hier auf der Uhr stehen. Das heißt, wir werden vielleicht am Ende so landen bei 17 Minuten, vielleicht 18 Minuten. Müssen wir mal schauen, was wir da rausholen können. Und ich werde jetzt erstmal weiterfliegen. So, da bin ich schon wieder. Wir sind jetzt bei einer Flugzeit von 10 Minuten und 50 Sekunden, die wir schon in der Luft sind. Und angeblich haben wir noch knapp 8 Minuten. Also es wird wohl so hinauslaufen auf 18 Minuten. Ich habe natürlich die Batteriewarnung ganz runtergesetzt, also auf 15%, das ist der unterste Wert, damit wir wirklich das Maximum rausholen. Und ja, wir werden sehen, wo wir am Ende landen. Ich fliege jetzt erstmal weiter in Richtung 15 Minuten Flugzeit. Los geht's.
ich habe jetzt noch 24% Akku. Wir haben insgesamt 16 Minuten und 30 Sekunden jetzt geflogene Flugzeit. Und es sind noch knapp drei Minuten jetzt auf der Anzeige als Restflugzeit. Das heißt, ich werde jetzt hier in Bodennähe bleiben und dann gucken, was noch so möglich ist bei dieser Eiseskälte. Los geht's. Ja, ihr hört es vielleicht schon hier am Piepen der Fernsteuerung. Wir sind jetzt wirklich am Limit. Wir haben die Akkuwarnung. Akku stand niedrig und obwohl mir jetzt hier noch 1,5 Minuten Flugzeit angezeigt wird, piepst das Ding also schon. 10% Akkuladung zeigt er mir noch an. Jetzt geht er runter. Ich könnte das jetzt zwar aufhalten, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Ich guck mal lieber, dass er hier nicht im Matsch landet. So, okay, das glaube ich okay. Jawohl, da können wir ihn jetzt landen lassen. Prima, dann sind wir gelandet und wir haben geschafft. Ich halte an. 19 Minuten und 30 Sekunden. Das ist wirklich eine super Zeit, wenn man bedenkt, wie eiskalt es hier draußen ist. Da kann man also wirklich nicht meckern. DJI gibt, glaube ich, offiziell 21 Minuten an. Ich habe den Akku zwar vorgewärmt, aber die 19,5 Minuten, das sind wirklich eine solide Zeit bei der Kälte. Und der Akku ist ja auch noch nicht eingeflogen. Der ist ja noch flammneu. Das heißt, wir werden sicherlich über 20 Minuten kommen im Sommer. Und das ist schon sehr nah dran an den 21 Minuten, die DJI angibt. Also, super Akkuzeit, kann man nicht meckern. Ich bin sehr zufrieden damit. Auch mit der Performance. Wir sind ja die ganze Zeit wirklich geflogen, nur ab und zu mal so ein bisschen geschwebt. Wir haben die ganze Zeit aufgenommen und natürlich war auch die ganze Zeit die Kollisionserkennung an vorne und auch hinten. Also, da sind die 19,5 Minuten schon eine super Zeit. So, das war's von mir. Ich gehe jetzt zurück in die Wärme. Mir friert nämlich die Hand ab. So kalt ist es. Ich weiß nicht, ich glaube 3 oder 4 Grad haben wir draußen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wenn euch der Film gefallen hat, auf jeden Fall unten kommentieren. Däumchen nach oben da lassen, würde mich echt freuen. Und schaut auf jeden Fall wieder rein, denn es kommen noch jede Menge andere Filme. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.